Sie beschäftigen sich mit Malerei, das heißt, Sie bemalen Gegenstände oder Sie bemalen Tücher, also Seidenmalerei oder ähnliches? Alles Mögliche, was ich in die Finger kriege, was man bemalen kann, bemale ich. Und die Motive, die Sie haben, sind recht farbenfroh. Ich sehe hier grün und blau. Da kannte man früher einen Spruch, heute passt wunderbar zusammen. Sieht so sehr hübsch aus. Ich denke hier an diese Schachtel. Ja, das ist Seide. Mhm. Das ist aus, also innen mit Watte gefüttert und dann mit Seide bespannt. Mhm. Und das ist hier so eine Folie, da wird so ein Muster eingraviert und dann kann man das entweder so lassen oder auch nochmal die Konturen mit Farbe unterstreichen. Aber auch etwas Spiegelndes haben Sie hier, das sieht sehr hübsch aus. Ja, das ist auch so eine Spiegelfolie mit so einem schwarzen Stift und dann kommt hier Farbe rein. Oder hier mit... Darf ich mal dieses mal bekommen? Das haben Sie noch mit einem Saum umgeben, der das noch sehr hübsch abdeckt, denn die Folie wird ja überlappen, vermutlich. Ja, ja. Hm. Ja. Sie wollten etwas anderes eben noch zeigen? Na, hier zum Beispiel mit, da habe ich einfach so, so ein Seidenpapier in Kleister getaucht und dann so verknautscht aufgeklebt und dann ein bisschen Glimmer rüber. Sieht auch hübsch aus. Dann haben Sie Eier bemalt, wie ich sehe. Eier auch, ja, bemalt und mit Spitze beklebt oder in so ein Marmorierbad getaucht. Da diese ganz bunten, die Waren da hinten sind auch in so ein Marmorierbad getaucht. Sie sagten eingangs, alles, was Ihnen unter die Finger kommt, wird bemalt. Das heißt, wird mit Farbe belegt und sieht hinterher wirklich recht hübsch aus. Ja, so ist es. Ich habe sogar schon, als wir noch einen Kachelofen hatten, unseren Kachelofen bemalt. Oh, der wird recht bunt gewesen sein? Ja, naja, natürlich nicht so ganz so bunt wie hier. War einfarbig, aber eben so ein hübsches Muster. Dieses Bemalen, kommt das aus der Jugend heraus oder haben Sie dieses Hobby erst später entdeckt? Ach, das habe ich eigentlich erst später entdeckt. Also in der Schule malen mochte ich nie besonders, konnte eigentlich auch gar nicht so besonders malen. Habe ich irgendwie später entdeckt. Jetzt sehe ich da oben noch Krawatten, da sind meinetwegen Äpfel drauf, wenn ich das so richtig sehe, Äpfel, Pflaume oder, ja? Nur so Blütenmeer sollen es sein, Blüten, Tulpen und das ist hier auch Marmoriertechnik. Sie haben aber auch Bilder oben zu hängen. Das ist mit Kreide, so Pastellkreide und die beiden Bilder links und rechts, das nennt sich Paper Art. Da sind so verschiedene Bögen Papier und da schneidet man jedes einzelne Schüsselchen, jedes Näpfchen aus und rundet es über so ein Holz und klebt so Gel dahinter, damit es so absteht und so dreidimensional nachher wirkt. 3D-Charakter, ja. Dann haben Sie hier noch die verschiedenen Dinge, Ihr Herzchen, Eule und so weiter? Ja, so als Fensterdekoration fürs Fenster. Und das ist nun Zeitvertreib. Ja, ist halt, das mache ich nicht beruflich, ne, ist halt Vertreib. Was machen Sie beruflich? Ja, ich arbeite eben nicht mehr, deswegen kann ich mir das leisten. Aber desto mehr braucht man dann ein Hobby, um sich, ich will nicht sagen, die Zeit zu vertreiben, sondern um einen Inhalt zu haben. Das auch, ja. Aber es ist, auch das macht Spaß einfach. Und das ist das Wichtige? Ja, das ist das Wichtige, ja. Genau. Darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Bitte.